Ich hoffe, dass jetzt nichts falsch ist. Komm, steig ein. Ach, ist zu. So, Freunde und Damen, herzlich willkommen hier zurück bei GTA 5, bei dem ganz normalen Story-Modus. Und ich habe jetzt gerade das Ganze eben gerade gestartet, gehabt, meinen Spielstand geladen. Und ich bin jetzt hier bei diesem Strand. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt eigentlich plötzlich hier sind. Ich meine, wir haben ja eigentlich ganz woanders vorher aufgehört. Aber wir sind jetzt hier beim Strand und ich will mal gucken, wie es jetzt eigentlich weitergeht, was wir eigentlich jetzt machen müssen. Ich frage einfach mal irgendwelche Typen jetzt hier, die hier gerade so in der Nähe sind. Hä? Hä, was ist mit ihm los? Alter, warum schlägt er mich jetzt gleich? Hä, ist er verrückt? Ich hab doch gar nichts... Alter! Ich hab ihm doch gar nichts getan. Warum schlägt er mich? Ich wollte mit dir noch nur sprechen. Ich weiß sogar nicht, wo ich hin soll. Alter, jetzt habe ich ihn umgelegt. Wollte ich gar nicht. Aber ich bin jetzt hier nicht im Online-Modus, also das nicht, aber... Ich weiß nicht, wieso ich jetzt plötzlich hier bin und wo ich jetzt übrigens hin soll. Aber ich habe jetzt hier... An der Straße, da ist ein Auto auf der Karte. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Oder kann ich auch irgendwie sprinten? Ah, jetzt kann ich sprinten. Nee, ich möchte sprinten, 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 sprinten. Oder doch, so klappt das. Er läuft immer nur ganz kurz und dann bleibt er wieder stehen. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwo ein Auto stehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zur Mission gehört. Ich hoffe ja. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ach nee, es ist kein Auto, es ist ein Auto. Ein Autohaus, irgendwie so ein Geschäft. Nee, doch nicht, das ist doch ein Auto. Und dann ist es doch unseres. Müsste doch unseres sein. Unser kleiner Wagen, den wir uns hier irgendwie mal geliehen haben. Na komm, steigen wir mal ein. Irgendwas wird schon funktionieren. Komm, rein da. Ich weiß gar nicht, warum... Was soll man eigentlich jetzt machen? Worum geht's denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt hier mittendrin reingeworfen worden und ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist. Ich drück mal eben kurz... Die Karte, genau, perfekt. So, Info. Was haben wir denn für Info? Hilfe, Mission, du spielst momentan keine Mission. Während einer Mission werden hier Informationen über deine Fortschritte und deine aktuellen Ziele angezeigt. Ja, ich möchte doch jetzt... Benachrichtigung. Warum habe ich denn jetzt keine Mission? Ich möchte eine ganz normale Mission spielen. Warum spiele ich jetzt keine Mission gerade? Wenn ich jetzt im Spiel bin... Fremde und Freaks nochmal spielen. Nee, ich will ja nicht nochmal spielen. Mission nochmal spielen möchte ich ja gar nicht. Gut, das wäre jetzt der Online-Modus. Dann könnte ich meinen Charakter übertragen. Ja gut, das will ich ja jetzt gar nicht. Aber warum, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Beziehungsweise, wie kann ich denn jetzt eigentlich weiterspielen? Ich bin auch ganz verwundert, dass ich einfach jetzt hier quasi gelandet bin. Ich guck mal eben kurz. Oder wir fahren zu... Ich würde mal sagen, ich weiß schon, wo wir hinfahren. Wir werden zu Dings fahren, zum Simon, sage ich einfach jetzt mal so. Und werden dem mal einfach mal einen kleinen Besuch abstatten. Und zwar werden wir dann den Wegpunkt einfach mal dahin zeigen. Und ich würde mal sagen, dann statten wir dem einfach mal einen kleinen Besuch ab. Ich denke mal, da werden wir gar nicht so falsch. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwo gegenrammen. So, dann fahren wir mal zu dem Kollegen hin und gucken einfach mal, was der uns zu bieten hat. Ob der uns irgendwie was... Neues mitteilen kann, ob der irgendwie eine neue Mission für uns hat. Denn ich denke mal, das kann dann auch nicht ganz alles gewesen sein. So, jetzt gehen wir kurz weg da. Ich muss da eben kurz durch. Ein bisschen provisorisch. Komm, die rote Ampel übersehen wir jetzt einfach mal. So, da. Hilfe, jemand muss den Mann da aufhalten. Was für ein Mann? Achso, der meint uns. Ich dachte schon, wir sollen jetzt irgendjemanden aufhalten hier. So, rum um die Ecke. Der meint uns, weil wir so ein wenig schneller unterwegs waren. Na gut, kann ja mal passieren, dass wir mal ein bisschen schneller sind. Ich meine, wir haben es jetzt auch gerade ein bisschen eilig, weil ich jetzt gerne wissen möchte, was wir uns als nächstes mal erlauben können und dürfen. Und ich denke mal, das wird uns der Kollege hier bestimmt ganz gut sagen können. So, links und wieder rechts. Da sind wir schon. Zack. So, komm raus da. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob ich über den natürlichen Weg in dieses Autohaus hier komme. Wäre natürlich ganz nett. Kommen wir nicht durch, ich muss wieder hinten rum. Komm. Nee. Ich möchte mit dir nicht jetzt... Ich möchte jetzt keinen Streit anfangen. Ich möchte dich jetzt nicht zusammenschlagen oder sowas. Nein. War tatsächlich richtig.
mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on, Hampstead, off Eclipse. It's an SUV, huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where we at? Financing? The financing, it seems like a shitty deal. Okay, wir sollen jetzt irgendwie ein Auto zurückbringen. Wir haben jetzt so ein schönes Pünktchen auf der Karte. Gehen wir mal kurz gucken. Ja, da sollen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal begib dich zum Haus, genau. Komm. Dann steigen wir jetzt ein und fahren jetzt zu diesem Haus und schauen mal, was uns da so erwarten wird. Ich hoffe, wir kommen hier ganz gut rum, denn ich möchte nicht irgendwo anecken jetzt. So, perfekt. Es ist diesmal sogar ein Stückchen weiter. Es ist ja diesmal wirklich ein bisschen weiter weg. Es ist ja sogar ein paar Kilometer, wenn ich das gerade richtig sehe. Nicht nur ein paar hundert Meter, sondern richtige Kilometer. Nee, gar nicht. Ach, gar nicht wahr. 1, ich hab da jetzt eben 151 Kilometer gelesen gehabt. Nein, gar nicht mal. 1,51. Ja, komm, fahren wir auch noch rein. Ich möchte jetzt gerne hier durch. Mein schöner Wagen, Alter. Mein schöner Wagen ist einfach jetzt gleich Schrott. Und für nichts dazu gebrauchen. So, jetzt hier rum. Deswegen, ich dachte eben, wie 150 Kilometer. Nee, 1,59. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, gut. So, wir sind gleich da. Komm, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich muss hier noch schnell durch. So, perfekt. So, hier oben ist es gleich irgendwo. Jetzt hier gleich am Ende der Straße. Also jetzt... Nee, da kann es nicht sein. Also es muss ja jetzt... Finde den Weg ins Haus. Shit. Also ich fahre jetzt erstmal zum Spaß einfach mal einmal rum. Vielleicht haben wir hier irgendwie noch einen extra Zugriff. Aber da ist das Haus auf jeden Fall rechts. Kommen wir nicht hin. Hier geht die Straße wieder runter. Also müssen wir jetzt irgendwie... anders in das Häuschen rein. Alter, hier wäre schon alles so Schrott gefahren. Mein ganzes Auto ist einfach schon hinüber. Also wir müssen jetzt irgendwie den Weg da ins Haus finden. Wie machen wir das? Ich gehe nochmal kurz hier rum. Dann müssen wir es wohl doch über den natürlichen Weg probieren. Wir werden erstmal hier aussteigen und dann einfach mal gucken, ob wir hier reinkommen. Nee, 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 nee. Nicht wieder einsteigen. Du musst draußen bleiben. Wir müssen da jetzt irgendwie reinkommen. Die Frage ist nur, wie? Finde den Weg ins Haus. Oder wir kommen durchs große Tor durch. Wir haben ja Glück und kommen da durch. Ansonsten sehe ich hier gerade echt schwarz. Kommen wir da durch? Werden wir reingelassen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nee, da kommen wir nicht durch. Kacke, da ist so ein schöner... Da ist so eine... Kann ich irgendwas machen? Ich habe auch eine so eine Art Gegensprechanlage hier, aber ich kann sie nicht bedienen. Wie komme ich jetzt in dieses Haus rein? Shit. Ich würde auch gerne wissen, wie man sprintet. Ich weiß aber gerade nicht, wie man sprintet. Kontakte. Wie kann ich denn anrufen hier? Kontakte? Nee, geh mal rein. Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich mein Handy eben hatte. Achso, Handy war ja so. Genau. Kontakte. Lama, wen rufen wir denn jetzt an? Das hilft uns ja alles irgendwie nichts, ne? Wir müssen irgendwie einen Weg in dieses blöde Haus finden. Und ich weiß gerade echt nicht, wie. Wir kommen da hinten ja auch nicht durch. Und ich denke mal nicht, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mit dem Auto dagegen fahre, das Tor aufkriege. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich rufe auch nochmal jetzt Dings an. Pick up the phone. I will call you back sometime. Yes?
Hilft uns jetzt auch nicht weiter. Achso, haben wir sogar eine. Okay, packen. Nee, pack die bloß weg. Bist du verrückt? Pack bloß die Waffe weg, Alter. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auffliegen. So, wie kriegen wir jetzt dieses blöde Tor hier weg? Beziehungsweise, wie kommen wir jetzt hier rein? Die Frage stelle ich mir jetzt echt extrem. Weil, soweit ich weiß, wir haben jetzt hier. Das ist dieses Haus. Jetzt ist echt die Frage, wie komme ich da jetzt rein? Wie kriege ich da jetzt den Weg? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Weil. Durch diese Tore werde ich so nicht einfach durchkommen. Oder auf. Nee, aufschießen kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich mir ja viel zu. Würde ich ja viel zu viel Aufmerksamkeit auf mich richten. Das kann es auch nicht sein, eigentlich. Komme ich da nicht. Und was ist, wenn ich mich jetzt einfach mal hier hinstelle? Steig mal aus und jetzt einfach mal darauf kletter. Perfekt. Schleichmodus. Das muss aber nicht der richtige Weg sein. Ich müsste jetzt eigentlich genau hier richtig sein. Denn das Haus ist da oben. Und ich kann jetzt gerade schön hier so quasi über die große Terrasse jetzt wandern und einfach mal hier den kleinen Besuch abstatten. Gucken wir mal um die Ecke. So mit einem schönen Brunnen. Ich finde das mit diesem Unschärfe-Effekt finde ich auch mega geil. Wenn man hier gegen guckt, ist der Hintergrund einfach so schön unscharf. Und man kann einfach so die Atmosphäre genießen. Ich finde das herrlich. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht, drücke, um über das Auto auf das Dach zu klettern. Ich möchte mich aber hier nochmal kurz umschauen. Einfach mal so ein bisschen reingucken hier. Vielleicht finde ich ja noch jemanden hier. Hier ist so eine Alarmanlage angegangen. Hier ist sogar noch ein Pool und all sowas drum und dran. Aber ich muss jetzt irgendwie übers Auto klettern. Wieso muss ich übers Auto klettern? Wo will er denn hin? Okay, jetzt sind wir hier auf jeden Fall richtig. Jetzt wollten wir das Dach. Schalte den Gärtner aus. Wo ist er denn? Wo versteckt sich der Kollege? Ah. Der Gärtner. Okay, den Kollegen werden wir uns aber jetzt von hier hinten holen. Das Problem ist, ich darf jetzt gerade nicht gucken. Komme ich jetzt von hinten ran, wenn ich jetzt... Ja, okay, machen wir es so. Wehe, du drehst jetzt um. Wehe. Komm. Den haben wir auf jeden Fall. Der macht uns jetzt auf jeden Fall keine Probleme mehr. Gut, perfekt. Dann können wir wieder raus aus dem Schleichmodus. Und dann haben wir den Gärtner schon mal. Können wir diese Säge hier mitnehmen? Nein. Ach, Alter, du sollst dich auf dem Typen noch rumtrampeln. Der macht uns keinen Ärger mehr. Ich wollte nur wissen, ob wir uns noch irgendwie noch irgendwas holen können von dem. So, ich denke mal, wir gehen jetzt immer mal durch die mögliche Haustür. Ich weiß das gar nicht. Okay, kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht durch. Also müssen wir uns wohl andersrum schleichen oder durch die Garage. Nee, auch nichts. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an dieses schöne Haus jetzt hier ran? Wie werden wir jetzt da fündig? Wie kommen wir jetzt zu dem Punkt, wohin? Jetzt haben wir ja den Gärtner quasi ausgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Ne, jetzt sind wir wieder beim Pool. Kacke, wie kommen wir da jetzt rein? Oder wir probieren es durchs Fenster. Hier vorne, einfach mal. Ne, da passen wir gar nicht durch. Wird uns also gar nichts bringen. Ja, das wird natürlich jetzt eine schwierige Sache. Wie wir da jetzt hinkommen? Oder hier oben aufs. Kommen wir hier oben aufs Dach wieder zurück? Nee, ich glaube nicht. Wie sollen wir denn da jetzt wieder zurück? Oder sind wir schon richtig und wir brauchen nur auch jetzt zum Auto zurück und da einsteigen? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches machen, deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt. Aber vielleicht sollten wir ja auch nur mit dem Auto irgendwas machen. Das Auto nur mitnehmen. Kann das sein? Okay, wir machen es einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal einsteigen. Ich hoffe, dass jetzt nichts falsch ist.
Komm, steig ein. Ach, ist zu. Shit. Oh, nee. Ernsthafte Full. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Habe ich jetzt richtigen Mist gebaut. Da habe ich jetzt richtigen Mist gebaut. Ich wollte. Oh, hätte ich da bloß nicht gegengetreten. Shit. Ihr seht, ich bin einfach ich bin zu mutig. Ich will zu viel probieren. Das war's dann auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Quasi, wir sehen uns gleich wieder, aber ich werde da jetzt schon mal wieder hinfahren, weil das jetzt albern wäre. Oder wir machen das gleich nochmal extra. Aber dann müssen wir uns nochmal alles angucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.